Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge PC Building Simulator. Und ja, wir sind wieder auf Arbeit angekommen. Und ja, wir haben hier einige Patienten, die wir noch reparieren müssen. Und wir fangen einfach mal von links nach rechts an. Und zwar haben wir hier einen tollen PC. Der sieht aber cool aus. Ja, der sieht schick aus. Da sollen wir das Netzteil wechseln. Remove. Oh, muss ich hier alle Kabel abmachen? Okay. Den noch? Okay, cool. Da muss man echt ein bisschen mehr machen. Zack, draußen ist das Ding. Power. Ach, die hatten 250er drin gehabt und wir sollen 600 da reinmachen. Okay. Sehr schön. Dann wieder die Kabel dran. Zack. Zack. What? Ah, das Kabel wollen wir nicht. Da oben ist noch eins. Da, okay. Ich glaube, wir haben jetzt alle. Genau, Install ist fertig. Gut, dann können wir die Seitenwand wieder rankloppen. Aber trotzdem ein schönes, schönes Case hier. Die Farbe der Scheibe ist mir ein bisschen zu dunkel, aber wenn da Beleuchtung drin ist oder wäre, das weiß ich ja nicht, sieht das bestimmt sehr, sehr cool aus. So. Kabel wieder ranknüppeln. Das System anmachen. Wir brauchen wahrscheinlich hier wieder den USB-Stick. Zack. So. No CPU found. Okay. So muss das sein. Eieiei, da haben wir ein Käbelchen vergessen. Anscheinend fürs Board. Aber warum? Ach, da unten wahrscheinlich. Ah, okay. Nicht gesehen. Gut, bevor wir jetzt nochmal die Wand hier... Mann! Nicht immer alles abreißen. Bevor wir jetzt die Wand dort ranbauen, machen wir erstmal einen Test. So, jetzt. Aha. Einmal wieder den USB-Stick rein. Zack. Run. Jetzt macht er einen schönen Test. Mit sage und schreibe 15 FPS. Ja. Wie lange dauert das jetzt? Hier und so? Man weiß es nicht. Fertig? Nee. Muss ich hier drinnen bleiben, oder was? Okay, dann gucken wir uns den tollen Film an. Oh, ist das spannend. Guck mal, diese Explosionen da. Wahnsinn. Um Himmels Willen. Mega. Ich glaube, das Netzteil hat sich definitiv gelohnt. Mann, das ist ja spannender als Kino. Müssen wir uns das jetzt hier die ganze Zeit angucken? Wie lange geht das denn? Hallo? Zeit ist Geld. Wir haben keine Zeit. Überhaupt gar keine Zeit. Oh. Okay, hat das geklappt jetzt? CPU-Test, 16 FPS, na. Meine Güte. Okay, cool. Gut. Jawohl, hat funktioniert. Sehr schön. Dann einmal noch die Rückwand drauf und dann haben wir
diesen Part auch geschafft. Mal ein neues Netzteil einzubauen. Zack. Perfekt. Okay, cool. Zack. So, was haben wir jetzt hier? Hier haben wir den Arbeitsspeicher. Das ist ja auch eine Höllenmaschine von Cooler Master. Nicht schlecht. Okay, wir sollen hier den Speicher einbauen. Hier ist hinten und dort ist vor. Oh, sieht aus wie ein Einkaufskorb. Hat irgendwie was, finde ich. Irgendwie hat das was. Oh, und vor allen Dingen einfach nur einmal Klick und das gute Stück ist offen. Wir haben einen 2 GB RAM-Speicher drin. Du kommst raus. Vielleicht können wir den irgendwo anders nochmal einbauen. Ist der noch in Ordnung? Ja, der ist noch in Ordnung. Cool, wir können den also wahrscheinlich weiter benutzen. Ja, 4. Oh, muss ich jetzt wieder aufmachen? Ja. Zack. Machen wir erstmal alle auf. 4 GB. Und 4 GB. Zack. Und jetzt hat er seine 16 GB. Sehr schön. Dann gibt es einmal... Das ist cool hier mit diesem Druckknopf. Das gefällt mir. Hat was. Sehr schön. Das ging ja flotti-kalotti mit dem Speicher. Und was haben wir jetzt hier noch für ein Baby? Ah, den Lüfter. Okay. Da haben wir den Lüfter, den... Oh. Hier ist ein speckiges Ding. Wie ist die Scheibe ab? Ach, stimmt, den haben wir ja schon mal aufgehabt, um den Lüfter herauszufinden. Stimmt. Der steht ja schon seit einem Tag bei uns. So, Kabel ab. Lüfter raus. Der ist kaputt, okay. Lüfter installieren. Kabel ran. Seitenscheibe ran. Seitenscheibe ab. Nichts passiert. Nichts ist passiert. Überhaupt gar nichts ist passiert. So. Einmal noch den Blasehase spielen. Ach hier, okay. Sehr schön. So, jetzt können wir die Seitenscheibe installieren. Ja. Missgeschick meinerseits. Hab den Staub halt nicht gesehen. Der war sehr dezent, würde ich es mal so nennen. Zack. Und 3 PCs wieder fertig für unsere schönen Kunden. Dann werden wir uns mal die Kohle abholen. CPU needs thermal. Was? Warum denn das? Das stand nicht da. Warum denn das? Gut, wir nehmen zum dritten Mal die Seitenwand ab. So, okay. Nochmal den Kühler runter. Kann ich die Paste so raufschmieren? Ja, hat er gemacht. Das stand doch aber da nicht drin, ne? Nee, okay. Cool, egal. Sollte man eigentlich dran denken, wenn man einen neuen Kühler aufmacht. Aber gut. Das hat funktioniert. Ah. Ha. So, jetzt. Okay. 270 Ocken für uns. Ready to boot. Was? Haben wir doch gemacht. Ach so. Ich dachte, das war ein Fehler. Okay. Sehr schön.
Okay, replace Motherboard. Was hast du für ein Motherboard? Man weiß es nicht. Das Sky Lake Socket. Okay, gucken wir uns mal gleich an. Der möchte... Was? Er möchte Paste drauf haben für gar nichts. Hä? Kann ich das ablehnen irgendwie? Was ist denn das? Was ist er denn für ein Kunde? Der gefällt mir nicht. Nö, den mag ich nicht. Aber ich muss den ja irgendwie annehmen anscheinend. Merkwürdig. Und er möchte 4 GB haben. Nehmen wir an, weil 2 GB haben wir ja noch. Müsste ja eigentlich funktionieren. Und ein Motherboard von Sky Lake. Mal gucken, wie viel wir da haben. Sky Lake Socket. Na toll, sind also auch mehrere. Aber er sagt ja nicht, was für eins. Er sagt ja einfach nur ein Sky Lake. Also können wir ihm ja rein theoretisch das günstigste reinschrauben. Für 190? Nee, für 100. Dann schrauben wir ihm das für 100 rein. Dann schrauben wir ihm das für 100 rein. Okay, cool. Tag beendet, würde ich sagen. Mehr haben wir gerade nicht. Dann beenden wir unseren Tag. Und haben gerade 1435 Ocken auf dem Konto. Das ist cool. Das ist sehr cool. Da kommt unser Board. Was haben wir denn hier? Wo ist denn? Hier haben wir den RAM-Speicher. Hier haben wir wieder 4 Schräubchen. Na. So. Oh, kommen wir da ran wegen dem Lüfter. So einen habe ich hier auch drin. So einen Alpenföhn. So einen ähnlichen. Der heißt aber Raging Tech oder sowas. Meiner heißt Alpenföhn. Der sieht aber so ähnlich aus. Und ich habe genau das gleiche Problem hier mit meinem RAM. Nur ich habe hier 2 Lüfter dran. Einer bläst rein, einer bläst ab. Also, wait, so rum. Ansonsten müssten wir eventuell, wenn wir Glück haben, vielleicht kriegen wir den da untergeschummelt. Memory. Wir sagen dem aber nicht, dass der schon gebraucht ist, ne? Man kann echt gebrauchte Sachen hier reinschrauben. Ist ja cool. Naja, wer weiß, ob das nicht auch so praktiziert wird, ne? Möchte jetzt nichts Falsches unterstellen. Aber man weiß ja nie. Bitte nicht weiter sagen. Wir machen sowas nämlich nicht. Wir sind ein erfolgreiches und nettes und tolles, zuvorkommendes und ehrliches Unternehmen. So, okay. Achso, muss ich wahrscheinlich wieder den Stick reinmachen, ne? Ja. Stick. Okay, er macht das alleine jetzt. Da müssen wir nicht mehr zugucken. Sehr schön. Was haben wir hier eigentlich für eine Büchse? Wir müssen unsere Büchse dann auch mal aufbauen, wenn wir genug Geld haben. Was kostet denn eigentlich hier so ein neuer Arbeitsplatz? Ach, wir müssen Level 3 sein. Und hier müssen wir Level 8 sein. Und hier Level 6. So, da scheint das gute Stück fertig zu sein. Mit 7 FPS. Ich bin sowas von begeistert. Auf jeden Fall haben wir diesen PC fertig. So. Da ist das Board. Und hier haben wir die Paste. Nehmen wir die Paste. Oh. Oh, das ist aber auch ein schöner. Oh, das ist aber auch ein schöner. Der ist nicht schlecht. Gut. Auseinanderbauen. Zack. Oh, der hat einen schönen Ryzen drauf. Obwohl ich persönlich ja nicht so auf AMD stehe.
Oh, was stand da? Ach so, okay. Ich dachte, irgendwas Spannendes. Zack. Seitenwand. Wieder rauf. Also der gefällt mir richtig von NZXT. Der gefällt mir richtig. Steggerin, Steggerin. Ja, der leuchtet sogar hier auf dem Board. Oh! Was für ein tolles Hintergrundbild. Da mag jemand Arzt-Serien anscheinend. Gigabyte. So, der läuft wieder durch. Ja, und wir sind schon wieder am Ende einer Folge anbekommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen und einen Kommentar da, wie wir hier uns schlagen tun in unserer tollen Computerabteilung, in unserer tollen PC-Firma. Ja, und ich würde sagen, wir hören, riechen und sehen uns das nächste Mal wieder, wenn wir weiter basteln. Bis dann, macht's gut und ciao, ciao.